Tipps zu Mario gegen Donkey Kong auf der Nintendo Switch. Ja, nicht nur Tipps, sondern auch allgemeine Hinweise und Gameplay-Mechanik wird dich in diesem Video noch erwarten, wo dir wahrscheinlich den Spieleinstieg in das Spiel am besten erleichtern wird. Also dieses lästige Intro da schon gesehen hast in einem Trailer oder allgemeine Sachen skippen möchtest, dann kannst du mit der A-Taste gedrückt haltend das auch schnell skippen und du kommst auch direkt dann auch ins Spiel. Auch diese Sequenz lässt sich mit A schnell skippen. Der Schlüssel gefunden, die Szene lässt sich nicht skippen. Die auch nicht. Das hier lässt sich nicht skippen. Man kann zwar ein bisschen schneller durchdrücken, aber es bringt meines Wissens nichts. Neues Level beginnt mit A. Skippen und los geht's. Ducken, Sprungknopf und dann hast du die Möglichkeit zu springen und anschließend nochmals zu springen. Und dann machst du einen höheren Sprung. Sprung, Sprung. Zack, zack, zack. Also der zweite Sprung ist immer ein höherer Sprung und der wird dir um einiges auch in diesem Spiel weiterhelfen. Du kannst auch auf deinen Gegner kannst einen Handstand machen, abspringen und durch das auch höher springen übrigens. Siehst du? Also kann man sicherlich auch sehr gut anwenden. Einfach nicht vergessen. Hier kannst du auch zum Beispiel abkürzen. Anstelle das Trampolin auf der rechten Seite zu nehmen, gehst du einfach so nach oben. Dasselbe auch hier. Lässt sich auch skippen. Nach einem Level siehst du immer so einen Stern da oben. Ist er eigentlich nicht ausgefüllt, hast du noch einige Pakete vergessen. Ist er aber ausgefüllt da unten, dann ist das Level eigentlich komplett zu 100% abgeschlossen. Mit Pakete meinte ich eigentlich diese Geschenke, wo man in den Level auch findet und oben links immer angezeigt bekommt. Der Schlüssel, den du da auch hast, kannst du auch werfen. Aber wenn er dann wieder verschwindet, dann erscheint er wieder dort zu seiner Ursprungsposition. Du kannst ihn aber auch woanders hinlegen, wie zum Beispiel auch hier. Dann läuft einfach ein Countdown ab. Du kannst ihn aber dann wieder nehmen und dann hört der Countdown auf. Und wieder hinlegen. Dann beginnt er wieder von vorne. Immer bei 12 Sekunden. Siehst du? Ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber sobald er hier darunter fällt, war es das. Dann ist er wieder oben zu finden. Wenn die Zeit abläuft, im klassischen Spielmodus, dann verlierst du ein Leben. Und du musst die Geschenke auch wieder erneut einsammeln. Hat Mario einen Fallschaden und stirbt? Nein. Das macht ihm nichts aus. Auf den Schlüssel kann man übrigens auch stehen. Wir sind hier im Level 1-3 und ich spiele jetzt im klassischen Spielmodus. Wenn ich jetzt hier auf Spielweise ändere, auf Entspannt, dann musst du das ganze Level wieder von vorne beginnen. Ich war jetzt eigentlich im Level 1-3, aber im zweiten Spielabschnitt. Alles nochmal von vorne, ne? Das gleiche zählt übrigens auch von entspannt zu klassisch. Mit der R-Taste auf deinem Controller, gedrückt haltend, kannst du gleichzeitig das ganze Level nochmal ein bisschen genauer anschauen, was dich hier erwartet. Du kannst du hin und her mit dem linken Stick noch bewegen und kannst dich ein bisschen umschauen. Auch kannst du mit dem rechten Stick nach oben drücken. Oder nach links oder nach rechts. Nach links oder rechts geht es jetzt hier nicht, aber einige Etagen kann man nach oben schauen und sieht ein bisschen mehr, was da oben vielleicht noch ist. Aber hilfreich ist eigentlich mehr das hier. Da sieht man es um einiges mehr. Mit dem Handstand lässt sich auch das hier machen, abzukürzen und anstelle unten die Leiter zu benutzen. Gehst du einfach, wo ich jetzt gerade bin, nach oben. So kürzt man sehr, sehr viel und schnell und effektiv ab. Das ist eigentlich noch eine coole Sache. Wenn du in einem Level bist, dann kannst du mit deinem Kumpel, ohne was zu machen, also ohne ins Hauptmenü zu gehen, einfach die L- und R-Taste bei einem zweiten Controller drücken. Also gedrückt haltend. Oder einfach nur drücken und dann respawnt eigentlich hier dein Freund. Und dann könnt ihr zu zweit, könnt ihr eigentlich zusammen spielen. Muss man die Geschenke einsammeln, um das Level abzuschließen. Beide Geschenke sind noch da. Und ich komme problemlos weiter. Nur durch den Schlüssel. Da unten hat es noch ein drittes Geschenk. Aber das habe ich jetzt nicht genommen.
abgeschlossen. In der Statistik sieht man einfach, dass man es einfach nicht hat und man bekommt einfach diesen gelben Stern nicht für die 100%. Aber man kommt trotzdem weiter. Wusstest du, dass die Mini-Marios anfangen zu schreien, wenn du nicht mehr da bist? Also sie fangen dich an zu suchen. Mario, Mario, komm weg, Mario! Sobald man außerhalb ihrer Reichweite ist. Wenn ich jetzt nach unten komme, sind sie wieder ruhig. Müssen alle Mini-Marios immer in die Kiste? Für diesen Test nehme ich mal einen mit. Und der Rest vermisst mich natürlich, aber ich habe hier da unten einen. Und jetzt geht er in die Kiste. Zu. Fertig. Man braucht nicht alle oder zwei. Einer reicht. Auch der ist happy. Man braucht nur alle für die 100% für so einen gelben Stern. Auch erhältst du hier einen transparenten Stern. Der sagt einfach, dass du nicht alle mit in die Kiste genommen hast. Wenn dir das Spiel im Allgemeinen zu schwierig ist oder du irgendwo bei irgendwelchen Stellen Probleme hast, dann drück einfach die Minustaste und schalte hier auf entspannt. Mehr zu diesem Spielmodus gibt es noch in einem einzelnen Video in der Playlist auch von Mario gegen Donkey Kong zu finden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mal sagen, bis zum anderen Video. Wenn dich noch weiterer Nintendo Content interessiert, dann schaut euch doch einfach mal beim YouTube-Kanal um. Vielen Dank und tschüss!